Hallo Strategie- und Taktikfreunde, im heutigen Video stelle ich euch den neuen DLC für Panzer Corps 2 vor. Und zwar startet dieser DLC eine neue Reihe, Frontlines. Und der heutige DLC oder der erste DLC aus dieser Reihe heißt im englischen Original Bulge und in der deutschen Version Ardennenoffensive. Bleibt dran! Wie eingangs schon erwähnt, schauen wir uns heute den neuesten DLC zu Panzer Corps 2 an. Und zwar ist der aus der Reihe Frontlines. Geplant sind da eine ganze Menge DLCs. Und zwar soll diese Frontline-Reihe wichtige Kernschlachten des Zweiten Weltkriegs widerspiegeln. Wir gehen dazu, wenn wir den DLC käuflich erworben haben, auf Kampagne. Und dann seht ihr, also hier sind ja die ganz normalen Kampagnen, die im Hauptspiel drin sind. Dann kommen die Operationen der Achsenmächte DLCs, wenn ihr sie denn habt. Und hier ist Frontlines. Und ich für meinen Teil setze hier die Punkte für den General auf Maximum, weil ich da gerne einiges an Fähigkeiten dazu schalte. Und ansonsten müssen wir natürlich auch Frontlines aussuchen, damit wir das dann starten. Logisch. Und die Besonderheit hier ist, Panzer Corps 2 wird ja aus Sicht der deutschen Wehrmacht gespielt. Hier spielt er aber aus Sicht der Alliierten, um genau zu sein, aus Sicht der Amerikaner. Das heißt, ihr könnt euch auch hier wieder ein Bild eines Offiziers aussuchen, der euch verkörpern soll. Nehmen wir mal den Vogel. Und dann könnt ihr eure Punkte vergeben. Die beiden sind ja selbsterklärend. Die reduzieren einfach die Slots, die eine Einheit verbraucht in der Aufstellung. Dementsprechend könnt ihr mehr Einheiten aufstellen. Das ist natürlich super. Ansonsten, was durchaus hilfreich ist, ist die legendäre Truppe. Damit startet man dann nämlich mit 3 zusätzlichen Helden. Auch sehr, sehr hilfreich ist der Geländekenner. Verbündete Einheiten erhalten +1 Basisverschanzung in jedem Gelände, auch in offenem Gelände und beim Überqueren von Flüssen. Das heißt, wenn eure Einheiten angegriffen werden, haben die +1 Basisverschanzung, somit höhere Überlebenschancen. Das ist auf jeden Fall super. Aggressive Einsatzbereitschaft ist extrem gut. Lest es euch mal durch. Verbündete Einheiten verlieren ihre Angriffsaktionen nicht, wenn sie von Transportfahrzeugen aus eingesetzt werden. Also das ist mega. Das lohnt sich total. Die alte Garde ist in meinen Augen auch sehr hilfreich. Am Ende jeder Mission werden alle ausgeschalteten Einheiten mit einem Stärkepunkt und der Hälfte ihrer Erfahrung neu formiert. Das spart euch eine Menge Geld. Und die Einheiten, die ihr verloren habt, sind dann zumindest mit der Hälfte ihrer Erfahrung wieder da. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht für die aktuelle Let's Play-Kampagne Axis Operations 46. Denn da habe ich im Laufe der letzten Schlachten durch Atombombenangriffe so einige Elite-Einheiten verloren. Und das wäre eine enorme Erleichterung gewesen, sowohl was das Prestige betrifft, als auch was die Erfahrung der Einheiten betrifft. Also von daher echt sinnvoll, sollte man tun. Truppenkonzentration finde ich persönlich bei langen Kampagnen super, weil man damit den Einheiten anstatt 3 sogar 4 Helden zuweisen kann. Ich denke, dieses DLC Frontlines wird nicht so umfangreich sein wie die normalen DLCs. Von daher vor allem, ihr werdet die Armee ja auch nicht zwingend in ein anderes Szenario mitnehmen. Von daher ist das hier, glaube ich, nicht unbedingt so sinnvoll oder so wichtig. Da sind dann die Funktionen darüber schon interessanter. Die Blitzkriegsstrategie finde ich hier auch relativ unwichtig, weil es da in dem Gelände in Ardennen nicht so viele kleine Flüsse gibt. Ja, der Erfahrungszuwachs ist natürlich ganz nice, kostet aber auch 2 Punkte. Der eiserne Griff ist interessant. Die legendäre Truppe ist natürlich auch interessant, weil ihr dann direkt zum Start 3 zusätzliche Helden bekommt. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Und dann gehen wir rein. Jetzt haben wir also unseren General. Wir könnten natürlich auch noch einen Malus oder sogar mehrere anwenden.
Dafür würden wir dann halt auch wieder Punkte bekommen, die wir hier verteilen können. Ich würde euch aber echt empfehlen, spielt nur dann mit einem Malus, wenn ihr sehr, sehr erfahren seid in Panzer Korps 2, das Spiel für euch keine Herausforderung mehr ist und ihr es euch selbst schwerer gestalten wollt. Dann macht das Sinn. Ansonsten lasst das. So, dann gehen wir ins Game rein. Und wir starten. Wir kriegen wie gewohnt eine Einsatzbesprechung. Auch wie gewohnt wird ganz detailliert darauf hingewiesen, was zu tun ist, wer unter unserem Kommando steht, wer nicht. Und das war's dann auch mit der Lagebesprechung. Jetzt kommen unsere Helden. Der Flusskämpfer ist natürlich für den Arsch. Der hier ist gut. Der ist auch gut. Vor allem, wenn wir den Flieger hätten, wäre der richtig gut. Aber den kann man auch am Boden gut benutzen. Das ist auch wieder was, was vor allem für Flieger super ist. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben 29 Slots belegt von 42. Wir können also noch Einheiten kaufen und wir könnten Einheiten auch aufrüsten. Bei den Panzern haben wir allerdings keine moderneren Varianten. Also der Sherman ist da leider das Beste, was wir aktuell haben. Bei den Aufklärern hätten wir einen Chaffee. Der ist deutlich besser. Der kostet uns auch einen Punkt mehr, aber das machen wir. Die Panzerjäger, da haben wir deutlich Besseres. Die 57 mm Kanone, die ist okay, aber jetzt nicht so brutal gut. Dagegen ist der Jackson schon deutlich besser, viel mobiler, viel besser geschützt, höhere Initiative und viel höhere Kampfkraft. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und bei der Artillerie, da gehen wir auch auf schwereres Geschütz. Ja, wir nehmen die motorisierte Variante der Long Tom. Und bei der Infanterie haben wir Rangers, wir haben Pioniere, wir haben schwere Infanterie und wir haben normale US-Infanterie. Und die normale US-Infanterie werde ich aufrüsten zu schwerer mit Halbkettenfahrzeug. Und wir nehmen uns noch eine Einheit Ranger mit. So, jetzt hätten wir noch 5 Punkte. Dann würde ich sagen, wo wir schon mal dabei sind. Ah, das ist lustig. Ich kann keine Panzer kaufen. Ich könnte Panzerabwehr kaufen. Das wäre natürlich interessant. Würde auch genau aufgehen. Oder ich kaufe mir noch eine Artillerie. Da tendiere ich eigentlich schon eher zu. Weil wir uns das punktemäßig anders nicht leisten können, nehmen wir eine Long Tom. Jetzt sind wir artillerietechnisch gut dabei. Und wir haben jetzt auch eine Infanterieeinheit mehr. Ja, und da seht ihr, das ist unsere kleine Kernarmee in diesem neuen DLC. Und wir haben jetzt natürlich noch die Helden zu vergeben, ganz wichtig. Denn die sind ja eine deutliche Verstärkung unserer Einheiten. Und die verteilen wir jetzt mal möglichst effektiv. Die erfahrenen Ranger sind ja eine Elite-Einheit und die sollten auch einen möglichst guten Helden oder zwei bekommen. Die bekommen schnelles Feuern und kostengünstiges Auffrischen. Immun gegen Unterstützungsfeuer ist nice. Und gefürchtet passt auch gut. Dann hätten wir hier die zweite Ranger-Einheit. Der wollen wir auch Helden geben. Die kriegen den Verschanzungsbrecher. Und die bekommen den Flusskämpfer. Und jetzt haben wir noch Auf und Davon. Das geben wir unserem Panzerjäger. Und damit hätten wir die Helden verteilt. Jetzt startet auch schon direkt die erste Runde.
Und ihr seht den Aufklärungsbereich. Wir rücken jetzt natürlich vor. Und die Ranger kriegen ohne Artillerieunterstützung den kleinen Bunker schon mal platt. Das ist schon mal nice. Den Bunker bereiten wir auf jeden Fall vor. Hier gehen wir ran. Hier gehen wir ebenfalls ran. Das ist ein Aufklärungspanzer der Cheffy. Und die Rangers bekommen jetzt einen Aufklärungsbonus, würden den Bunker also auslöschen. Ich gucke aber, ob ich nicht noch einen Artillerieschuss draufsetzen kann, um den Bunker möglichst verlustfrei auszuschalten. Unsere Pioniere haben jetzt leichtes Spiel, schalten ihn aus. Dann rücken wir jetzt weiter vor. Und ziehen natürlich mit der Artillerie nach, ganz klar. Ebenfalls mit den Panzerjägern und natürlich auch mit der Infanterie. Das Minenfeld müssen wir dann schnellstmöglich räumen. Und damit hätten wir quasi die erste Karte, nicht die erste Karte, die erste Runde erledigt. Da das ja die Ardennen-Offensive ist und es da ja ein sehr, sehr schlechtes Wetter vorherrschend gab, ist Luftwaffeneinsatz quasi nicht möglich. Deswegen können wir auch überhaupt keine Flieger rekrutieren. Und das führt im Endeffekt auch dazu, dass auch der Gegner, also die Wehrmacht, keine Flieger einsetzt. Wir kämpfen uns jetzt also hier erstmal den Weg frei. Räumen die Minenfelder. Und gehen mit den Einheiten vor. Und platzieren das Ganze dann so, dass wir nach Möglichkeit auch Feuerschutz haben. Hier zum Beispiel durch die Panzerjäger. Und ich will die Artillerie so in Position bringen, dass sie feuern kann, aber selbst geschützt ist. Und wir haben hier durchaus genügend Zeit, um hier ja sozusagen in Ruhe vorzugehen und unnötige Verluste zu vermeiden. Das machen wir dann auch gleich mit Infanterie. Die Hilfstruppen sind grün markiert, die sind nicht unter unserem Kommando, die werden durch eine freundliche KI gesteuert, während hier natürlich die Gegner-KI in Grau die Wehrmacht kommandiert. Ja, da müssen wir gleich reparieren. Aber es läuft soweit schon mal gut. Den können wir zurückziehen. Und hier machen wir quasi einen Tausch der Einheiten. Hier gibt es Deckungsfeuer, damit die Infanterie weniger Verluste erleidet. Ja, und das ist natürlich höchst ärgerlich. Da sind wir jetzt gezwungen zu handeln. Wir müssen im Endeffekt den Bunker ausschalten, um zu verhindern, dass die Einheit im Tonner Feuer bekommt. Na, es hat nicht ganz geklappt, aber es sollte für unsere Zwecke reichen. Ihr seht, der DLC spielt sich im Prinzip genauso wie die bisherigen DLCs. Was halt definitiv anders ist, ihr bekommt zwischen den Missionen oder nach den Missionen auf eine andere Art und Weise Unterstützung zugeteilt. Denn hier war ja eine ganz besondere Situation in Bezug auf Logistik, in Bezug auf Wetter und in Bezug auf Verstärkung. Und das spiegelt sich dann im Endeffekt zwischen den Karten wieder, wenn es darum geht, hier Verstärkung anzufordern, neue Einheiten zu kaufen, etc. Also das wurde sozusagen bedacht, könnte man sagen. Und das ist auch gut gemacht, also absolut sinnvoll.
Wir haben hier jetzt auf jeden Fall eine sehr gute Position eingenommen. Wir sind in den Gräben, haben also einen massiven Bonus, wenn wir angegriffen werden. Wir schwächen den Gegner aber trotzdem schon mal. Hier prügeln wir die nächste Infanterieeinheit zurück. Schalten die dann auch aus. Und können dann mit dem Panzerjäger in die Lücke. Können hier unseren Panzer verstärken. Und hier dann quasi mit der Infanterieeinheit die Flak zum Rückzug zwingen. Und hier die Einheiten einkesseln. Auf die Art und Weise kommen wir da sehr schnell zu der Situation, dass wir die Einheiten kostengünstig erledigen können. Hier können wir jetzt auch mit Artillerieunterstützung das Ganze ein bisschen leichter gestalten für uns. Da ist schon ein Ziel. Wir sollten ja die Artilleriegeschütze ausschalten. Und ja, das ist zu riskant. Da oben werden mit Sicherheit noch irgendwo Panzer rumlungern. Das will ich nicht riskieren. Wir bereiten hier schon mal mit Artillerie vor. Treiben die in die Flucht. Ah, noch besser. Wir haben sie ausgeschaltet. Können dann den Panzer ranführen. Deckungsari ran. Gehen hier rein und ziehen hier die nächste Ari nach. Auf die Art und Weise haben wir eine gute Stellung aufgebaut. Können in der nächsten Runde problemlos die Artillerie ausschalten und die angeschlagene Infanterie. Und können uns auf der Seite die Stadt holen plus die Flak. Also das ist dann eine gediegene Vorgehensweise. Jetzt haben wir ja noch den Aufklärer, der allerdings in dem Gelände nicht gut vorwärts kommt. Sehr schön, unser Panzerjäger kann den feindlichen Aufklärer behaken. Ja. Sehr gut. Wir klemmen den jetzt total ein und unsere Einheiten bekommen dann auch noch den Aufklärungsbonus dadurch. Ja, nächste Runde sollte das erledigt sein. Und wir brauchen natürlich noch das Geschütz da oben. Ja, das könnte ein bisschen kostspielig werden. Nein! Aber wir haben ja den Skill genommen, dass die am Ende der nächsten Runde wieder auftauchen. Mit der halben Erfahrung. So, nochmal macht er das nicht mit uns. Da hätten wir ein Sonder-Kfz 251-16 mit Flammenwerfern bestückt. Für Infanterie eine ziemlich tödliche Einheit. Hier haben wir jetzt aber Deckung, das ist okay. Da kommt noch eine Infanterieeinheit. Deckungsari greift.
Und sie haben sich gut verteidigt. Hier haben wir auch Deckungsari. Ebenfalls gut gelaufen. Und hier gehen wir natürlich auch rein. Sehr schön, unser Flammenwerfer bzw. unser Panzerjäger hat der Flammenwerfereinheit ordentlich Saures gegeben. Wir kriegen die Infanterie. Ja, und das muss einfach sein, wir müssen den klein kriegen. Nächste Runde ist der Geschichte. Deckungsari oder überhaupt auch Deckungspanzerjäger sind immer eine sinnvolle Sache, sollte man unbedingt einsetzen. Na, das ist doch nice. Da kommt ein feindlicher Panzerjäger, ein Marder. Dankenswerterweise. Haben wir Infanterie, denn der ist, ja okay, er ist nicht in dem Gelände, wo er für Infanterie anfällig wäre. Aber das Geschütz kriegen wir. Hervorragend. Nee, da wollte ich ihn nicht hinhaben. Ich wollte die Deckungsari da haben. Und hier die nächste Deckungsari hin. Ein Nebelwerfer, da schau her. Ah, reingelaufen. Zum Glück hat er keine starke Anti-Infanterie-Bewaffnung. Ja, ich würde sagen, das ist schon mal gut gelaufen. Wir geben hier Ari-Feuer drauf, um den zu unterdrücken. Hier wird es natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt mit Panzern angreife, würde die Pack schießen. Das heißt, das ist hier ein bisschen zu riskant. Wir ziehen das mal rüber, falls er mit der Infanterie vorrückt, damit die Artillerie Deckungsari bekommt. Er will es tatsächlich wissen. Wir schalten ihn aus. Da ist Infanterie drin. Gut, gut. Mit der Artillerie halten wir jetzt mal seine Panzerabwehrkanone nieder. Damit wir dann die feindliche Artillerie auch mit Panzern angreifen können, was lustigerweise gar nicht mehr vonnöten ist. Okay. Wir sollten jetzt eine Einheit wiederhergestellt bekommen haben. Und dann haben wir jetzt die Wahl. Das ist in dem DLC auch ein bisschen anders. Wir kommen ja häufiger die Wahl, wo wir kämpfen wollen. Und je nachdem, was wir auswählen, ändert sich der Schwierigkeitsgrad anhand des Geländes, anhand der Situation. Nehmen wir einfach mal das.
Dann kommt wieder die Lagebesprechung. Wir bekommen wieder einen Helden dazu. Und wir haben die verlorene Infanterieeinheit wieder bekommen. Das ist ein Superheld. Das ist sogar richtig, richtig gut. Wir packen mal einfach überall Elite-Nachschub rein. Die bekommen noch den Panzerknacker und keine Vergeltung. Gucken wir mal. Ja, das ist doch super. Die schwere US-Infanterie, was können wir denen mitgeben? Schnelleres Feuern ist auch nice. Wir gucken aber erstmal hervorragend. Wir haben neue Panzer. Wir gehen jetzt natürlich sofort auf den Sherman mit der langen 76mm Kanone, weil der aufgrund seiner Werte dann auch Chancen hat gegen deutsche Panzer, was der Sherman mit der kurzen 75mm Kanone definitiv nicht hat. Der hier bekommt auch den Held anderthalb Mal feuern, also anderthalbfache Feuergeschwindigkeit, bedeutet einfach, die Einheit macht mehr Schaden. Wir haben jetzt 6 Punkte übrig. Und auf der Karte gibt es halt auch deutlich mehr Bodeneinheiten. Und hier macht es dann auch definitiv Sinn, bei weiteren Einheiten entweder auf Panzerjäger oder auf Panzer zu gehen. Hier hätten wir eine 24er Heart Attack. Hier kommen wir auf eine 30er, allerdings nur eine 4er Soft. Da in dem Fall auch mit viel Infanterie zu rechnen ist, macht es hier in meinen Augen mehr Sinn, noch einen Panzer zu kaufen. Sehr schön. Und wir rüsten eine unserer Long Toms um auf eine Selbstfallerfette. Kostet uns einen Punkt. Damit haben wir jetzt zwar nur eine Einheit mehr, aber wir haben mehr Mobilität bei der Artillerie. Und so würde im Endeffekt jetzt der DLC aussehen. So geht es dann von Karte zu Karte weiter. Der Schwierigkeitsgrad ist zumindest am Anfang nicht sonderlich hoch. Ich habe die ersten 4 Karten gespielt und ich finde den Axis Operations 1946 DLC deutlich fordernder und deutlich härter als das hier. Also das ist wirklich gut spielbar. Die Schwierigkeit steigt von Karte zu Karte, das ist auch vernünftig gemacht. Und ansonsten ist es ein solider DLC. Also jeder, der sich für die Ardennen-Offensive interessiert und der Bock hat, das Ganze aus Seiten der US-Streitkräfte zu erleben, der sollte zuschlagen und sollte sich den DLC holen. Also ein solider DLC. Meine Empfehlung wäre allerdings, wenn ihr noch nicht die Axis Operations DLC euer eigen nennt, dann schlagt dazu und fangt wirklich beim Spanischen Bürgerkrieg an. Denn wenn ihr alle DLCs habt, könnt ihr von Spanien an den Zweiten Weltkrieg spielen, bis in das fiktive 1946-1947 Szenario hinein, wo ihr die USA angreift. Und das macht richtig Laune und das ist eine richtige fette Megakampagne, wenn man alle DLCs hat und spielt. Das wäre meine Empfehlung zum Thema. Und lasst mir doch gerne auch mal einen Kommentar da, ob ihr auf meinem Zweitkanal ein Let's Play zu der Ardennen-Offensive haben wollt oder nicht. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay tuned.